So, hier sind nur Blutfliegen. Ah, ich darf die Goblin-Skelette da hinten nicht vergessen. Da waren ja Goblin-Skelette noch. Die könnten ja relativ stark sein. Wie ist ja gerade nicht so ganz. Da ist auch noch ein Steinkreis, guck mal. Der wird später auch noch eine Bedeutung haben. Oh, mal gucken, ob die Viecher mies sind. Ah, ein Goblin-Skelett ist nur gekommen. Ein Goblin-Skelett ist halt noch handelbar. Ich meine, immerhin auch 150 Erfahrungspunkte. Darf man nicht unterschätzen, so ein Ding. Speichern wir mal ab. Aber die sind halt Einzelkämpfer, wie es scheint. Während die normalen Goblins ja im Rudel angreifen. Ich glaube, ich habe noch ein Goblin-Skelett da. Dann wollen wir den mal anlocken. Auch wieder 300 Erfahrungspunkte, die wir mehr haben. Ach, und wir müssen den Zweihänder noch verbessern. Das machen wir auch noch. So, damit ist der auch kaputt. Ich glaube, hier irgendwo hat Dragomir gesagt, hat er seine Armbrust verloren. Wir können ja mal ins Questbook gucken. Dafür ist es ja da. Bosbos Bogen. Die Dragomirs Armbrust. Hat seine Armbrust an einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Genau. Und das ist ja dieser seltsame Steinkreis hier. Anders kann es ja gar nicht sein. Hier haben wir Feuerkraut. Hier wächst ja immer allerlei gutes Zeug. Auch Kronstöckel und so ein Zeug. Sollte hier irgendwo wachsen. Und die Armbrust müsste hier auch irgendwo liegen. Da liegt sie auch. Dragomirs Armbrust. Da freut er sich riesig drauf, dass wir die gefunden haben. Und irgendwo hier müsste das Kronstöckel sein. Und ich höre auch ganz leise. Achtet mal drauf. Hier pulsiert Magie. Ne? Und das wird alles noch eine Bedeutung haben später. Also lasst euch überraschen, wie das dann so weitergehen mag. So, und wo jetzt hier noch Kronstöckel ist, ich sehe es gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber wir kommen hier auch nochmal zurück. Das heißt, allzu schlimm wäre es nicht, wenn wir es jetzt nicht pflücken. Geheimnisvoll, ne? Wie das hier so... ja, so Geräusche macht. Wie viel Feuerball haben wir denn eigentlich noch? Haben wir denn überhaupt noch einen Feuerball? Einen Feuerball haben wir noch. Wir haben noch Blitzschlag, der auch gut Schaden macht. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht mit zwei Blitzschlägen noch die anderen Skelette dort tot kriegen. Allein für die Erfahrungspunkte und für den Gegenstand, der da drin vielleicht auf uns harrt. Ist das da hinten ein Feldknöterich? Ich meine ja, das sei ein Feldknöterich. Jawohl. Sehr gut. Gut gesehen, Bernhard. Und ihr müsst natürlich als Zuschauer auch immer schön aufpassen, ne? Dass wir hier auch ja alles mitnehmen. Also die Heilpflanze, die nehmen wir einfach mal so mit. Ihr müsst mir nicht bei jeder Heilpflanze Bescheid sagen und auch nicht bei jedem Blauflieder und auch nicht bei jeder nicht ausgenommenen Ratte. Aber so, ja, wenn ihr irgendwo eine Goblinbeere oder eine Drachenwurzel oder einen Kronstöckel entdeckt, dann wäre es cool, wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lässt in Form eines Kommentars unter dem Video, was du, lieber Zuschauer, gerade guckst. So, wo ist denn der Blitzschlag? Auf der 5. Dann wollen wir mal gucken, hier war doch genau... hier war doch so eine Grotte mit Skelettos. Dann schauen wir mal, was der Blitzschlag mit Skeletten anrichtet. Da steht er. Essen wir mal vielleicht noch irgendwie was, was uns ein bisschen Mana gibt. Und... Feuerkraut gefuttert und gleich vor uns wächst wieder welches. Sehr schön. So, dann gucken wir mal, ob wir dem Skelett da nicht... ach, sieh an. So. Auch 600 Erfahrungspunkte. Warum nicht? Das kann nur lohnen. Dann hoffen wir mal, dass hier nicht noch mehr sind. Eine rostige Axt. Silberteller. Rostiges Schwert. Doch, da hinten sind noch mehr. Ah, hab ich mich doch falsch erinnert. Ich dachte, das wär's schon. Na gut, wir haben ja noch ein Feuer... ach, je. Na gut. Komm her, du.
zwei Schläge und wir sind schon so kaputt. So wollte ich diesem Skelett natürlich nicht begegnen. Dieses Skelett kann übrigens, ich glaube, zwei Hände am Meister kämpfen. Deshalb ist er auch so schnell. Na gut, müssen wir nochmal neu laden. Aber mit diesem Blitzschlag hat das ja ganz gut funktioniert, ne? Und den letzten, den kriegen wir auch noch mit irgendeiner Magie kaputt. Die Monster sind einfach noch zu stark für uns. Aber warum sollen wir uns diese Erfahrungspunkte nicht gönnen? Bam! Bam! Und da seht ihr, wie leicht das Spiel für Magier sein kann. Also, ich meine, das ist jetzt quasi keine hohe Magie. Also, das ist schon eher höhere Magie hier. Aber, ja, geht schon, ne? So, großer Feuersturm, der muss nun wirklich nicht sein. Ein Feuerball haben wir noch. Ein Feuerpfeil könnten wir hinterher zicken. Ja, probieren wir es vielleicht mit Feuerball. Wir können natürlich auch einmal Untote vernichten wirken. Ich meine, drei Stück haben wir. Aber ich weiß noch, dass wir die noch brauchen werden. Also, ich würde mal sagen, wir probieren es mit Eispfeil, Feuerpfeil und so ein Zeugs. Kleinere Zauber. Dann geht das vielleicht auch ganz gut. Hier mal so ein Eispfeil auf das Skelett da hinten. Dann so ein Feuerball. Und dann noch so ein Feuerpfeil. So. Und dann ist auch der kaputt. Und später ist es sowieso so, wenn wir stärker geworden sind, dann würden wir sowieso kein Stück mehr, kein Stück mehr Magie wirken, weil wir mit unserem Schwert einfach so rocken werden. Und, das ist halt häufig so. Man zockt halt häufig Spiele so, also ich kenne das so. Ich heb mir dann immer Sachen auf für später und ärgere mich, wenn ich irgendwie, ja, mach's mir am Anfang halt unmöglich, unnötig schwer und ärgere mich dann später, weil brauche ich die Sachen einfach gar nicht mehr. Ne? So. Ist hier noch ein Skelett. So, dann laden wir nochmal neu und wählen noch einmal Untote vernichten aus. Dann haben wir nämlich unsere ganzen Zauber hier schon gleich verbraucht. Oder haben wir noch was anderes da? Ich meine, Feuerpfeil haben wir nicht mehr allzu viel da. Ein Feuersturm, den heben wir uns natürlich auf. Ein Eisblock haben wir auch nur einmal. Tja, wir könnten ein Goblin-Skelett mal versuchen zu erschaffen. Vielleicht hilft uns das weitestgehend gegen diesen Kerl da hinten. Ja, probier es mal mit dem Goblin-Skelett. Ich meine, das Skelett ist um einiges schwächer als... Ach, hey. Ein Schattenkrieger. Gut, ich denke, für einen Schattenkrieger können wir durchaus Untote vernichten benutzen. Der hat unser Goblin-Skelett komplett über den Haufen gepfeffert. Eieiei, na gut, dann nehmen wir natürlich Untote vernichten, ganz klar. Ein Schattenkrieger wird anders wahrscheinlich auch gar nicht beizukommen sein. So. Damit ist der Schattenkrieger kaputt. Und schaut mal, was dort in der Luft schwebt. Der nächste Schattenkrieger. Laden wir das Spiel nochmal. Ich denke, das lohnt sich. Ich habe mich erinnert, dass hier so eine tolle Waffe hing. Und da habt ihr mal gesehen, wie geil die in Szene gesetzt ist, ne? Total sexy. Also, komm schon her. Bam. Jetzt kommt der nächste. Bam. So. Schattenkrieger. Mit denen ist nicht zu spaßen. Und die bewachen hier etwas ganz Tolles. Was wir natürlich noch überhaupt nicht anlegen können. Aber sie bewachen die Drachenschneide. Ich will sie gar nicht aus dem Licht rausnehmen. So geil sieht das hier gerade aus. Ich gebe zu, ein bisschen zu früh für unser jetziges Level eigentlich. Wahrscheinlich gar nicht so, ja, gar nicht so clever, weil wir jetzt die ganze Zeit mit diesem Ding im Inventar rumlaufen werden und es gar nicht anlegen können. Aber, cool ist es doch auf jeden Fall, das mal gesehen zu haben, oder? Müsst ihr doch mal sagen. So, und es ist auch gut für unser Level gewesen. Also, die Drachenschneide. Jetzt haben wir sie. Gucken wir mal, 160 Stärke, 190 Schaden. Das ist schon fast die stärkste Waffe im Spiel. Wird aber trotzdem noch stärkere geben. Macht euch keine Sorgen. Tja, ich sag mal, warum soll man denn die Vorteile, wenn man sie kennt, nicht nutzen, ne? 71 Stärkepunkte. Wir haben jetzt 36 Lernpunkte. Die investieren wir jetzt erstmal in unsere Grundausbildung. Boah, also das ist schon... Also ich glaube, so früh habe ich es noch nie gemacht, dass ich diese Höhle ausgeplündert habe. Vor allem die Drachenschneide, ne? 190 Schaden. Das ist schon was, oder? Also das müsst ihr schon mal zugeben. Und auch da seht ihr auch mal, 160 Stärke. Wenn man jemals so viel Stärke erreichen will,
dann muss man irgendwo Abstriche machen. Da kann man nicht dann anfangen, irgendwie hier noch von wegen. Wo geht's denn hier eigentlich raus? Ah, hier. Da kann man nicht anfangen, irgendwie nochmal Mana und nochmal Magiekreise oder sowas zu lernen. Das geht einfach nicht gut. Das wird nix. Und, ja, ihr seht, es ist schon schwer genug, so viel Stärke zusammenzukriegen, wenn man auch noch mit Geschicklichkeit irgendwas machen will, damit man irgendwie eine coole Armbrust benutzen kann und die auch ordentlich Schaden macht. Also ich hoffe, ihr seid mit unserer Charakterentwicklung bisher soweit einverstanden. So, dann haben wir die Armbrust von Dragomir. Wie viel Schaden macht die eigentlich? Immerhin 60. Die werden wir ihm trotzdem wiedergeben. Wir werden bessere Armbrüste finden. Und der freut sich natürlich riesig, gibt uns wieder Erfahrungspunkte. Wie viel brauchen wir? 8000, naja, fast nur 7000, sind ja fast schon wieder 5300 Erfahrungspunkte. Fehlt nur noch ganz wenig. Und dann gilt es jetzt auf jeden Fall erstmal zurückzureisen. Wir können mal gucken, ob wir einen Trank der Geschwindigkeit haben. Ich meine, warum nicht? Trank der Geschicklichkeit, den trinken wir natürlich noch nicht. Wird aber ein bisschen Snapperkraut. Dann futtern wir ein bisschen Snapperkraut. Das habe ich eigentlich noch nie verarbeitet, sondern immer direkt so aus der Hand gefuttert. Dann ist unser Heimweg ein klein wenig beschleunigt. Und es ist ja auch nichts Verkehrtes, mit ein bisschen schnelleren Füßen unterwegs zu sein. Immerhin ist der Weg ja auch weit. Leider können wir uns ja noch nicht teleportieren. Wir können ja nur die Teleports benutzen. Das waren schon 15 Sekunden. Ha. Wir können ja nur die Teleports benutzen, die wir. Ja, die eben die Erbauer oder das alte Volk oder wie auch immer sie das hier genannt haben, dagelassen haben. Die Jungs hier. Aber glücklicherweise ist die Welt. Ja, sie macht einen großen Eindruck, aber allzu groß ist sie ja dann doch nicht. Naja, gut, kann man so nicht sagen. Also ich finde, die Welt hat genau die perfekte Größe für eine Rollenspielwelt. Also ich finde, da so Sachen wie, ja, Morrowind oder sowas, da ist die Welt viel zu groß und selbst in Nerim ist die Welt eigentlich zu groß. Allerdings haben die Jungs alles noch von Hand gesetzt, weshalb ich schon das noch in Ordnung finde, solange das nicht zufallsgeneriert ist. Die haben sich quasi Gedanken gemacht. Und die Jungs hier haben sich natürlich auch Gedanken gemacht. Jeder Dunkelpilz und jedes Buddlerfleisch und jeder Dunkelpilz stecken genau an der Stelle, wo sie sein müssen. Aber es ist schon eine große Welt. Also ich fühle mich hier nicht allein, ne? Das Problem ist, bei Spielen mit einer ganz, ganz großen Welt hat man häufig, dass die Storydichte nicht gegeben ist, ja? Also die Questdichte oder die, ja, also die versuchen dann immer, die Spielmacher, die versuchen dann eine komplexe Story zu weben und führen dann den Spieler über die ganze Map, um halt quasi, ja, such mal von dem und dem das und das und bring mir das mal, da muss man wieder hinlaufen und zurücklaufen und bla und bla und bla. Aber die Dichte ist nicht gegeben und hier ist einfach hinter jeder Ecke lauert einfach so ein, ja, ein Gegner, der da platziert wurde, oder hinter jeder Ecke lauert ein neuer Charakter, ein NPC, oder sowas wie die Drachenschneide gerade eben. Ja, wie geil ist denn bitte das? Man findet auf einmal ein Schwert, welches, ja, im Licht hängt, ja, und einfach mal über viel Schaden macht, also, und 2000 noch was wert ist. Das ist doch einfach geil. Ja, da haben die sich einfach überlegt, wie nice wäre das denn, wenn sie jetzt bitte hier der Spieler ein fliegendes Schwert finden würde. Ja. Der Gegenstand ist questtechnisch gar nicht notwendig, zumindest bisher noch nicht, ne? Und trotzdem ist er da. Also das ist ziemlich, ziemlich cool. Und ist auch mal ein cooler Ausblick auf das, was dann noch kommen mag. Also bleibt bei unserem Helden ruhig dabei. Der wird nur noch stärker und stärker und stärker und besser und cooler und geiler und toller. Hübscher wird er nicht, aber ihr wisst schon. So, jetzt könnt ihr natürlich gleich die Sonnenaloe geben. Allerdings glaube ich, sollten wir uns nochmal Teklas Eintopf holen, bevor wir der Sagitta ihre Sonnenaloe geben. Und wir wollten ja eh auf dem Weg zu den Söldnern das Fell loswerden und alles. Dann können wir ja so einen kleinen Umweg machen. Auf Sagitta kommen wir ja auch, wenn wir an dem Hof, wo wir die Pacht eingetrieben haben vor Ewigkeiten, wenn wir dort quasi. Ein Goblin.